Herzlich willkommen bei mir auf meinem Kanal. So, dann wären wir heute bei dem Premium Mac, bei diesem Phoenix Hawk. Was ich bereits im Vorfeld gehört habe, ist A, dass die Beine doch ein bisschen dünn geraten sind und B, man mittlerweile sehr unzufrieden ist mit der Preisgestaltung, was diese Macs betrifft. Und da kann man auch sagen, wenn man mal direkt mal genau hinschaut, in den Shops, die kommen ja wieder und wieder und dementsprechend wage ich zu bezweifeln oder möchte ich eigentlich sagen, ich verstehe langsam nicht mehr, was hier unbedingt Premium ist, vor allen Dingen für die Preise, die hier aufgerufen werden. Aber wir schauen uns den erstmal an und dann quasseln wir weiter. So, kommen wir jetzt zum Phoenix Hawk selber, wie er ausschaut. Das erste, was mich wieder stört, ist diese Base. Das habe ich schon mal gerade abgemacht. Da war wieder dieses komische Nippelding dran. Also ich weiß nicht, was die da machen oder ob das unbedingt notwendig ist, dass man hier bei der Massenproduktion das Ding A dran ist und so ein Scheiß, habe ich Scheiß gesagt, so einen Rückstand hat, dass man das dann noch wegarbeiten muss. Dann haben wir hier selber den Torso, man kann das nicht so richtig sehen. Grundsätzlich schwierig jetzt zu zeigen, ich mache es mal so. Der schaut eigentlich ganz in Ordnung aus. Da gibt es auch keine Gussrückstände, soweit ich das erkennen kann. Hier wäre dann quasi das Zwischenstück, wo dann die Beine dann angebracht werden. Auch das ist in Ordnung. Als nächstes hätten wir hier die Waffenarme, die für die normale Pose zum Beispiel, der linke. Moment, in Sichtrichtung. Na gut, wenn man Richtung Blickrichtung des Macs nimmt, ist es der rechte Arm oder dann eben halt die hockende Variante oder ein ausgestreckter Arm, wie das eher nachdem ihr es machen möchtet. Und eben halt die Gegenstücke von der anderen Seite. Auch qualitativ sind die alle einwandfrei. Da ist mir nichts aufgefallen. Wie gesagt, jetzt hier zu zeigen, ist ein bisschen bescheiden. Dann erhalten wir hier natürlich noch vier Beine dazu. Einmal für die hockende oder kniende Variante und eben halt für die stehende, laufende Variante. Ich werde wahrscheinlich mir den hockenden Phoenix Hawk zusammenbauen. Ihr sagt selber, die Beinchen sind etwas dürre geraten oder dünn. Müsste man direkt dann mal schauen im direkten Vergleich mit dem normalen Phoenix Hawk, den ihr bekommt aus den Nance-Packs. Und dann sehen wir direkt, was gemeint ist. Ich denke, es geht. Ich finde das eigentlich nicht so schlimm. Der Phoenix Hawk ist jetzt zusammengebaut schon. Ihr habt ja die Einzelteile gerade gesehen. Ich bin ein bisschen enttäuscht, was den Detailgrad angeht. Wenn man das vergleicht mit dem aus den Lenspacks, sieht man ganz deutlich, dass es hier Unterschiede gibt. Zum einen, wie ihr natürlich schon festgestellt habt, die Beinchen sind etwas dünner, vor allem hier im unteren Bereich merkt man das extrem. Weiß gar nicht, wahrscheinlich hat er nicht so trainiert, dass er irgendwie Muskeln verloren hat. Arme sind dünner, beide. Die Sprungdüsen sind meines Erachtens ein klein wenig. Naja, kürzer nicht, das passt eigentlich, wenn man das hier so sieht. Ich muss da sagen, ich bin da überhaupt nicht begeistert, also von den 25 Euro. Also auch hier, ich sehe nicht, was hier der Unterschied ist, warum man hier sagt, es ist ein Premium-Mac. Nur weil ich die Posen selber machen kann oder hier eine kniende Pose habe, was eigentlich mein Kaufgrund war oder mein Interesse eigentlich an diesem Premium Mac, muss ich eigentlich sagen, das rechtfertigt den Preis absolut nicht. Und ich bin doch ein bisschen enttäuscht, was hier passiert. Man erwartet hier, dass der Kunde das kauft, vor allen Dingen für den Preis und bringt dann so etwas hin. Gut, ich muss sagen, ich bemale ihn dann noch und da kann man dann direkt noch mal sehen, ob tatsächlich der Unterschied so riesig ist. Also von den Details, ja gut, also Sekunde, ja, die oberen Antennen, die sind nicht immer freistehend, wie bei dem hier. Das müsste ich dann euch noch mal zeigen. Die sind ja wie einfach mit reingegossen, irgendwie nur so ein, ja, wie soll ich sagen, nur einen Absatz gemacht. Die sind nicht freistehend. Ich mache echt nochmal ein Foto und zeige es euch das nochmal richtig. Also hier sind die 25 Euro eine echte Frechheit, finde ich. Und ich denke mal, da bin ich wahrscheinlich nicht der Einzige, der das sagt.
Also das ist schon echt krass, was hier gemacht wird, weil auch so relativ simpel, was ja schockierend. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Das ist einfach nur schockierend. Gut, das war's jetzt von diesem Video. Ihr merkt, auch ich bin nicht immer zu begeistern. Auch ich habe tatsächlich mal was zu bemängeln. Dementsprechend ist dieser Premium Mac für 25 Euro kein Kauftipp. Habe ich zwischendrin wieder 30 Euro gesagt? Ich verwechsel das immer hier so schön, ne? Also 25 Euro ist definitiv zu viel für diesen Mac. Dann kauft euch lieber das passende Pack mit dem Phoenix Hawk und da habt ihr wirklich bessere Details als wie bei diesem Teil. Ja, sorry, liebe Händler, lieber Seifertrader, das Ding erhält von mir definitiv keine Kaufempfehlung. Natürlich können die Händler und der Verkäufer nichts dafür. Das ist hier eindeutig eine miese Leistung vom Hersteller. Also definitiv Daumen nach unten. Okay, das war's. Ich sage schlicht und ergreifend, macht's gut und wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Tschüss!